Was muss man eigentlich bei dem Kauf einer Bomberjacke beachten? Wie sieht es mit dem Fit aus? Welche Farben passen zu einem? Und was ist überhaupt wichtig bei einer Bomberjacke? All das in diesem Video. Bevor wir allerdings loslegen mit dem Video, eine kurze Background-Info, die ich persönlich sehr cool finde. Woher kommt eigentlich eine Bomberjacke? Eine Bomberjacke kommt von der US Air Force. Da wurde halt die Bomberjacke bei den Fliegern getragen. Die Leute von der US Air Force haben es im Prinzip als Uniform getragen, die Bomberjacke. Und die meisten Leute kennen vielleicht auch dieses Modell MA1. Das wurde von Alpha Industries hergestellt und das gibt es bis heute noch. Ja, die Leute, die Alpha Industries kennen, also die Jacken davon, das ist auch noch die Bomberjacke, die damals von der US Air Force getragen wurde. Noch eine tiefere Info, es war vielleicht keine coole Info. Warum heißt die Bomberjacke eigentlich Bomberjacke? Weil die Leute, die damals geflogen sind und die Bomben abgelassen haben, ja, deshalb Bomber, die haben halt die Jacke getragen. Deswegen Bomberjacke. Starten wir als allererstes mal mit dem Fit der Bomberjacke. Wie sollte eine Bomberjacke eigentlich sitzen? Vom Fit her sollte die Bomberjacke auf jeden Fall ein bisschen oversized sein. Man muss aber darauf achten, dass sie halt natürlich nicht zu groß ist, ist ja klar. Aber bei den Bomberjacken ist es ganz normal, dass sie einfach ein bisschen weiter sitzen und auch, dass die Naht an der Schulter nicht auf der Schulter sitzt, sondern einfach ein bisschen weiter nach außen versetzt ist. Es gibt natürlich auch noch Slimfit Bomberjacken. Da solltest du am besten darauf achten, dass du auf jeden Fall den Reißverschluss ganz normal auf und zu machen kannst, damit sie einfach nicht zu eng am Körper sitzen. Heutzutage gibt es Bomberjacken wie Sand am Meer, aber wichtig und charakteristisch für eine Bomberjacke ist, dass die Bomberjacke kurz vorm Bund der Hose endet. Also so Pi mal Daumen, 2-3 cm plus minus, je nach Bomberjacke, da sollte die Bomberjacke enden. Dementsprechend wird eine Bomberjacke am Ende des Tages relativ kurz getragen. Die Bomberjacke wird aus dem Grund kurz getragen, weil die Bomberjacke einfach ein bisschen weiter getragen wird. Also die ist ja ein bisschen bombig, ja? Von daher wird sie einfach ein bisschen kürzer getragen. Beim Kauf der Bomberjacke solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass die Hardware der Bomberjacke qualitativ hochwertig ist. Was ist die Hardware bei einer Bomberjacke? Das sind zum Beispiel die Reißverschlüsse oder auch die Knöpfe, dass die einfach gut und massiv sind, weil das spiegelt am Ende des Tages auch die Qualität der Bomberjacke wider. Und charakteristisch für eine Bomberjacke sind Metallreißverschlüsse sowohl in Silber als auch in Gold. Auch bei dieser Jacke, die ich zum Beispiel trage, da hat man einen richtig schönen goldenen Reißverschluss und auch massiven Reißverschluss. Ist übrigens eine Jacke von Zara, falls die Frage aufkommt. Worauf ihr ebenfalls noch achten solltet, ist das Bündchen bei einer Bomberjacke. Das Bündchen, was sich am Kragen befindet, als auch an den Ärmeln, als auch unten am Bund der Jacke. Das ist echt enorm wichtig, dass das Bündchen kräftig ist und stark ist, weil wenn das Bündchen schnell ausleiert, dann wirkt die Bomberjacke halt schnell billig und dann kann man die Bomberjacke auch dann dementsprechend halt nicht ganz so lange tragen, als wenn es jetzt eine mega qualitativ hochwertige Bomberjacke wäre. Kurze Info noch, man darf eine Bomberjacke nicht mit einem Blouson verwechseln. Vom Schnitt her sind die nämlich sehr identisch. Der Unterschied zwischen einem Blouson und einer Bomberjacke besteht nämlich im Stoff. Der Stoff von der Bomberjacke ist meist ein Nylonstoff oder halt eine Kunststofffaser und bei einem Blouson ist es halt ein anderer Stoff. Das ist meistens dann ein Baumwollgemisch. Beim Blouson ist es allerdings so, dass die Naht an der Schulter nicht ganz so weit nach außen versetzt ist wie bei einer Bomberjacke. Kommen wir zu den Farben der Bomberjacken. Ursprünglich gab es die Bomberjacken eigentlich nur in der Farbe Khaki, so wie ich sie jetzt gerade hier trage, oder in der Farbe Blau. Heutzutage gibt es aber Bomberjacken in allen verschiedenen Variationen und auch mit Stickern drauf, mit Kapuze, ohne Kapuze, in wirklich vielen verschiedenen Varianten. Ich würde an dieser Stelle aber einfach empfehlen, weniger ist an dieser Stelle mehr und auf die klassischen Farben zurückzugreifen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, hey Daniel, welche Farbe würdest du mir empfehlen? Kommt natürlich immer auf deinen Typen drauf an, was für eine Art Typ du bist, aber ich zum Beispiel habe jetzt auf eine Khaki-Bomberjacke zurückgegriffen und auch noch eine blaue Bomberjacke und auch ein dunkelblaues Blouson. Das sind meine drei in Anführungsstrichen Bomberjacken, die ich aktuell in meinem Kleiderschrank habe. Und ich sehe eine Bomberjacke auch eher als Alltagsjacke, also als alltagstaugliche Jacke und weniger als Highlight-Piece. Falls du weitere Informationen haben möchtest zum Thema Outfits und Styling, check auf jeden Fall mal den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Weitere Informationen dazu findest du unten in der Infobox. Ich stelle euch an dieser Stelle jetzt einfach mal zwei verschiedene Looks vor. Einmal einen Casual Look und einmal einen Street Style Look. Starten wir an dieser Stelle mit dem Street Style Look. Der Street Style Look definiert sich auf jeden Fall durch Coolness. Und aus dem Grund trage ich auch unter der Bomberjacke am liebsten All Black Everything. Also am liebsten eine schwarze, dunkle Jeans mit oder ohne Löcher. Und als Oberteil dann meistens ein schwarzes T-Shirt. Du kannst an dieser Stelle auch ein Oversize-T-Shirt tragen. Das passt ganz gut, weil die Bomberjacke einfach etwas kürzer geschnitten ist. Alternativ kannst du zum Beispiel auch ein Kapuzenhoodie tragen, das funktioniert mit der Bomberjacke auch ganz gut. Und beim All Black Everything Look trage ich dann am liebsten auch dementsprechend schwarze Stiefel oder schwarze Sneaker.
Der Casual Look ist einfach der etwas schickere Look von den beiden, wenn man das überhaupt an dieser Stelle sagen kann. Einfach der etwas sportlich elegantere Look. Am besten kannst du als Hose da eine Chino tragen oder eine andere Stoffhose und als Oberteil auch zum Beispiel ein T-Shirt, ein Stehkragenhemd funktioniert mit einer Bomberjacke auch zum Beispiel sehr gut, ein Strickpulli oder auch ein Rollkragenpullover funktioniert ebenfalls mit einer Bomberjacke sehr gut. Und mit den Sneakern kann man an dieser Stelle dann einfach variieren, zum Beispiel ein schöner weißer Ledersneaker oder ein halbfeiner Schnürsneaker in Wildleder funktioniert auch perfekt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, was das Thema Bomberjacken angeht. Weitere Videos zum Thema Outfits und Styling findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.